Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Den Grund kann ich euch gar nicht lang verheimlichen, der galoppiert hier durchs Bild sozusagen. Und zwar hat endlich Gambia ihr Fohlen bekommen. Ich bin gerade ein bisschen unruhig, weil ich die anderen Ponys gerade auf die Wiese gelassen habe, aber die will ich noch einen Moment drin lassen. Gambia hat dann heute Morgen, also sie hat tatsächlich nur eine Nacht in der Abholbox hier verbracht, weil theoretisch hatte ich sie vom Termin her vor 3 Wochen schon auf dem Plan. Also sie hatte bei Köhn, die war sehr früh letztes Jahr bei Köhn, weil sie ja letztes Jahr kein Fohlen hatte. Sie hat ja das Jahr davor sehr spät gefohlt. Ja, räum du mal dein Futter aus. Hatte sie ja sehr spät gefohlt, deswegen hatte ich sie nicht mehr decken lassen in dem Jahr. Und letztes Jahr ist sie dann ganz früh mit Köhn auf die Wiese und ich hatte 2 Rossen gesehen. Die zweite Rosse, da wäre jetzt, wie gesagt, vor 3 Wochen Termin gewesen. Gehe mal davon aus, dass sie noch eine dritte Rosse hatte. Es passt ja genau jetzt mit 21 Tagen später, die man einfach nicht mehr so deutlich gesehen hat. Genau, deswegen hatte ich die immer unter Beobachtung, aber es war halt Euter da, okay, aber es war jetzt auch nicht so, man denkt, das ist jetzt bald so in Richtung Geburt, deswegen hatte ich sie immer noch ganz relaxed mit in der großen Laufbox stehen mit den anderen Stuten. Und gestern, ich hatte Spätdienst, bin ich nach dem Spätdienst halt nochmal hier hochgefahren und messe dann immer nochmal pH bei allen Stuten, ob es so Richtung Geburt geht, nochmal nach dem Euter und so weiter. Und dann hatte ich bei Gambia, der pH war noch oben, also auf 8, also noch nicht Richtung Fohlengeburt, aber das Euter war ein bisschen härter, ein bisschen größer, ein bisschen härter. Die Zitzen waren aber noch nicht dick, also normalerweise werden die ja früher auch noch mal so ein bisschen praller. Und Beckenbänder hinten, also hier dieses hier, so rechts und links vom Schweif, war so minimal weich, aber jetzt auch nicht so übermäßig. Also jetzt nicht so, dass ich denke, okay, das Fohlen kommt jetzt. Und habe sie aber dann, weil das Euter mehr geworden war, trotzdem hier rüber in die Abfüllbox. Da stand Heaven drin zum Fressen. Hab Heaven mit darüber, weil die Fohlen eher spät. Hab Gambia hier rein. Habe sie dann über die Kamera beobachtet. Und die war total unauffällig vom Verhalten her gestern Abend. Die hat ganz normal gefressen, ganz ruhig. Also nicht übermäßig viel geäppelt oder irgendwas. Also wirklich null Anzeichen. Hatte aber trotzdem irgendwie im Gefühl, ich muss hier jetzt gucken. Ja, und heute Morgen um ja, 4:45 ungefähr hat sie sich dann überlegt, ich brauche da jetzt nicht lange rummachen, ich kriege jetzt mal einfach schnell das Fohlen. Ging ruckizucki, absolut problemlose Geburt, überhaupt kein Drama, das Fohlen, also ging alles reibungslos, ich kann es nicht anders sagen. Genauso wie bei Ginny auch, also jetzt wirklich hier 2 Bilderbuchgeburten, brauchte nichts machen, nicht eingreifen, das ist jetzt Fohlen alleine bekommen, ich habe nichts gemacht, abgeleckt, das Fohlen stand ruckzuck, hat schon getrunken, hat schon geäppelt. Also alles Wichtige, was so ein Fohlen in den ersten Stunden machen muss, hat es erledigt. Man sieht, es ist noch ganz nass. Mittlerweile haben wir 9 Uhr, also es ist ungefähr 3 Stunden alt. Wie gesagt, trinken und so weiter, klappt alles wunderbar. Gambia ist auch total fit, die legt sich mal noch ein bisschen öfter hin, aber gut, so eine Geburt ist ja auch anstrengend. Wie gesagt, die anderen sind jetzt schon draußen, bei ihr warte ich jetzt mal gerade noch ein bisschen. Ich denke mal, dass ich sie so gegen Mittag, wenn es auch ein bisschen wärmer ist, dann mal rausstellen werde, weil zum Glück haben wir ja mittlerweile mal Sonne. Heute, den ersten Tag. Und ja, so haben wir mal eben hier nach dem Spätdienst noch schnell, ist ja immer so, Kommunion, Arbeiten, Spätdienst, Nachtdienst, Frühdienst, wie auch immer. Die kommen ja gerne dann, wenn ich eigentlich gerade denke, boah, heute Nacht muss jetzt nicht sein. Ne? Ich bin mal gespannt, nächste Nacht, also morgen habe ich Frühdienst, das ist noch ungünstiger, wenn man dann die Nacht vorher im Stall verbringt. Ich bin so ein bisschen unsicher bei Wendy, die hat mega krasse Anzeichen schon seit einigen Tagen, dass sie den Schweif hochhält, die äppelt total viel. Aber pH ist auch noch oben, habe ich auch jetzt heute Morgen nochmal gemessen, bevor sie auf die Wiese ist, ist immer noch bei 8. Ich meine, gut, das kann mal schnell gehen, vor allem bei Wendy ging das die letzten Jahre immer super schnell. Also die habe ich aktuell auf dem Plan, die hatte gestern Termin bei mir ausgerechnet. Also was heißt Termin? Bei Pferden ist die Spanne ja sehr weit, aber gestern wären die 11 Monate nach dem letzten Deckdatum um gewesen. Deswegen, die habe ich im Moment im Auge, die steht immer in der Box hier neben, dass ich sie gut sehen kann. Wäre jetzt meiner Vermutung nach die nächste. Euranka äutert ganz gut auf. Wieke braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Tussi wäre jetzt als nächstes noch dran und dann Pepper Anfang Mai. Und dann kommen die letzten 5 Stuten ja erst im Juni, die haben also noch Zeit. Aber so gefühlsmäßig würde ich jetzt mal auf Wendy tippen. Wendy bekommt ein Gigolo-Fohlen. Das hier ist ein Köhnfohlen, da bin ich mal sehr gespannt. Ja, namensmäßig sind wir jetzt wieder, natürlich haben wir wieder das Drama, Motto, Jahrgang, ja, nein. Ganz oft werde ich das gefragt, auch macht doch wieder Motto, Jahrgang. Die Leni, also unsere jüngere Tochter, möchte auch unbedingt einen Motto, Jahrgang. Hatte mal das Thema Blumen vorgeschlagen.
ja, ihr könnt ja mal drunter schreiben, Motto, Vorschlag, ob ihr Blumen gut findet, ja, nein. Also letztes Jahr hatten wir Disney, das Jahr davor hatten wir Essen. Und ja, zwei Stutfohlen, Ginny und Gambia, beide mit G. Dann brauchen wir, wenn es denn dann das Motto Blumen sein soll, auch mal direkt zwei Vorschläge an Blumen mit G. Leni hatte schon mal Gänseblümchen vorgeschlagen für Ginnys Fohlen, fand sie sehr süß. Und wenn ihr ein anderes Motto hättet, dann könnt ihr auch schon mal direkt gerne zwei Namensvorschläge mit G dazu schreiben. Also Gänseblümchen finde ich ja noch okay, aber dann wird es mit G, wie gesagt, das wäre jetzt das zweite hier, aber auch schon schwierig, finde ich, weil, ich keine Ahnung, Gerbera, Geranie, Glockenblume vielleicht. Glockenblume, wie wäre Glockenblume, Gänseblümchen und Glockenblume, also Blümchen und Glöckchen. Das wäre doch eigentlich ganz niedlich. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Kam jetzt gerade so in den Sinn. Und gerne Vorschläge mit dazu schreiben. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, immer gerne her damit. Was jetzt Geburt, wie auch immer und so weiter angeht. Wie gesagt, hier kann ich nichts Besonderes berichten. Es ist zum Glück alles problemlos abgelaufen. Ich musste nichts machen. Ich habe Stute und Fohlen komplett in Ruhe gelassen. Ich habe das Fohlen bisher auch nur einmal angefasst, nur um zu gucken, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Weil das ist natürlich immer spannend. Da muss man ja quasi einmal den Schweif kurz hochheben. Anders geht es nicht. Ja, genau. Und ich, wie gesagt, lasse die beiden jetzt mal gerade noch 2-3 Stunden hier hin. Dann werde ich sie mal raus in die Sonne stellen. Fahre jetzt los, hänge mir einen Anhänger an und weide Köhn um. Der ist ja mit Glint schon auf der Wiese, mit der Fuchsstute, die auch Mushroom-Trägerin ist. Die weide ich heute um, weil er heute auch noch eine Stute dazu bekommt. Gehen die auf eine andere Wiese, das mache ich schnell. Vorher muss ich die einmal mit dem Anhänger fahren. Und Vanilla wird heute noch zum Hengst gehen, zu Empire. Das will ich noch machen. Die Jungstuten habe ich gestern auf die Wiese gebracht. Wer es bei Insta verfolgt hat, da poste ich das immer. Es geht immer ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher, bei Insta mal eben eine Story hochzuladen. Die habe ich gestern auf die Sommerwiese gebracht. Also es sind jetzt nur noch aktuell die tragenden Stuten hier im Stall und die beiden Stuten mit Fohlen, also Ginny und Gambia und gerade aktuell Vanilla noch. Vanilla geht heute zu Empire. Ja, und dann wollte ich eigentlich, denke ich mal, nächste Woche die Stuten, die erst im Juni Fohlen auf die Wiese bringen. Bei uns zu Hause haben wir ja noch einen Offenstall mit einer großen Wiese. Da werde ich sie hinbringen, dann können die ja, erstmal raus, weil bis Juni ist halt noch lang. Dann können die den Mai über auf jeden Fall mal noch auf die Wiese und ich kann die auch zu Hause per Kamera überwachen oder halt bringen sie dann wieder hier hoch in die Abfuhrboxen. Das mache ich dann je nach Gefühl und auch ein bisschen nach Wetter natürlich. Und ja, die anderen bleiben erstmal noch hier oben, gehen tagsüber raus und stehen dann nachts unter der Kamera. Und ja, Gambia sieht super fit aus, finde ich, hat eine mega Figur. Also direkt für 3 Stunden nach der Geburt würde man sich ja wünschen, dass das immer so geht. Und ansonsten kann ich euch gerade nichts Spannendes berichten. Namensvorschläge gerne her. Hier die Maus ist super fit. Also für 3 Stunden alt alles mega, richtig gut. Kann man nicht meckern, vorbildlich hier alles erledigt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage hoffentlich bis bald. Vielleicht dann schon mit dem nächsten Fohlen.